Schild kannst du nichts abwehren. Ah, du Dreckiger! Ja, komm her! Alter, wie er das Genick gebrochen hat. Die Räuberanführer nehmen für ihre Vielgier die Kraft des mächtigen Ochsen an. Und das sieht man ihnen auch an. Große, massige Gestalten, die fast jeden Teil ihres Körpers als Waffe nutzen können, wenn sie ihr Gewicht einsetzen. Gemäß der Räubertradition werden Anführer durch Kampfprüfungen bestimmt, die mehrere Tage und Nächte andauern. Nur die stärksten Krieger erhalten diese Chance. Und am Ende der Prüfungen sind die meisten, wenn nicht alle, Bewerber tot. Einschließlich des Siegers. Wegen ihrer sich drastisch verringernden Anzahl nehme ich an, dass sie dieses Vorgehen vielleicht geändert haben. Hallöchen, Try. Hallo, Sven. Fast zu Hause. Bruder, auf ein Wort. Ja. Nimm dem Jungen seine Neugier nicht übel. Das gehört zur Jugend dazu. In meiner Jugend lernten wir Gehorsam. Und das wünschst du dir für ihn? Er wird so oder so seinen eigenen Weg gehen. Ja. Wenn du nicht willst, dass er dir den Rücken zukehrt, dann reiß dich zusammen und geh eine Weile mit ihm. Hm. Ja, sonst macht er weiter so eine Geheimniskrämerei und... Wenn wir einen Weg finden, nach Svartalfheim zu reisen, würden wir bestimmt viel nützliche Ausrüstung finden, mit der... Genug. Wir tun es. Wirklich? Aber wenn wir Tiere nicht finden, gibst du deine Suche auf. Endgültig. Klasse. Du wirst es nicht bereuen. Ja, ja. Aber schön, dass Kratos so ein bisschen auf Mimirs Ratschläge hört. Ist auch besser so. Ich glaube, er würde sonst die ganze Zeit sagen, nee, nee, nee. My Internet Connection ist bei dir so schlimm? Passt, dann weiß ich, wann ich was spiele. Schlimmer als mit den mobilen Daten. Oh je. Bei welchem Anbieter bist du denn? Also ich habe gestern ja den Screenshot gesehen. Bist du auch bei Vodafone? Oder war es vorgestern? Ich bin mir nicht sicher. Weil die ja im Moment extreme Probleme, eigentlich haben die immer Probleme, aber... Ja. Möge Odin mit euch sein. Hallo, Rooney. Mimi darf ihn ja auch Bruder nennen, also denke ich, ist schon eine gute Freundschaft da. Ja. Ja, hing gerade 30 Sekunden. Uff. Das ist scheiße. Mein Beileid, ich war auch mal bei Vodafone. Ich konnte eine gewisse Zeit, ein halbes Jahr, nicht richtig streamen. Immer zur Nacht und auch nicht lange, weil es dann immer geschwankt hat, mein Upload und. So war ich hier stehe. Ist das Atreus? Ist das lange her? Bist du groß geworden? Ja. Also, wenn ihr mir folgen würdet, Brock meinte, dass ihr eine Unterkunft für die Nacht braucht und ich glaube, eure Lieblingszwerge können euch da helfen. Wir sind noch eure Lieblingszwerge, ja? Wir kennen keine anderen Zwerge. Auch gut. Die beiden mag ich auch sehr gerne.
Specki, bist du noch da? Specki, Specki, Specki. Hallo, Specki. Ja, ja, ich will die kraulen. Verdammt. Hallo. Krauli, Krauli. Ja, ich habe mich in die beiden verliebt, so. Schlag den Zwerg voll, ja. Immer zur selben Zeit. Okay. Oder fungiert langsam in den Winterschlaf. Kratos krault nicht, Kratos bricht. Ja, er krault den Nacken und den Hals so ein bisschen. Nach euch, meine Freunde. Der rückt so ein bisschen die Knochen zurecht. Wohin gehen wir? Zur saubersten Hütte in den neuen Welten. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Damit meine ich niemanden persönlich. Kratos. Ich wusste, dass das kommt. Bis ihr euren nächsten Zug geplant habt. Wir sind gleich da. Kratos Nebenjob, Chiropraktiker. Ja. Wie ihr könnt sehen, ich auch gebrauchen. Haben wir uns hier in der Zwischenwelt niedergelassen. Es ist nicht viel, aber wir sind sicher vor Fimbulwinter und vor Odins Augen. Wow, Sven. Vorsicht ist unschlagbar, wenn man grau schimmernde Leere mag. Großartig, Sinn. Eigentlich wollten wir mit dir über einen Plan reden. Faszinierend. Boah, sieht das geil aus, verdammt. Uiuiui. Geil. Wie er auch nach oben guckt, finde ich cool. Hier entlang, Kratos. Nee, das ist mir gar nicht so sein. Was ist das da unten? Was ist das? Ist der sauer? Ja. Ja. Wenn ich schweige, bin ich sauer. Ein Drache, der die Wand bumst. Sieht aus wie Ratian. Der darauf wartet, uns zu verspeisen. Ich merke schon. Warte, können wir reingehen? Nee. Kommt rein, kommt rein. Also, bitte tretet die Füße ab. Und zwar gründlich. Ich warte. Du trittst die Füße nicht ab, oder? Nein. Also gut, die Schlafzimmer sind da. Die Küche ist gleich dort. Hat jemand Hunger? Kratos? Hunger? Ich brauche nichts zu essen. Was wir brauchen, ist deine Hilfe, nach Svartalfheim zu reisen und Tyr zu retten. Tyr? Am Leben? Ich meine, das... Wie er jetzt auf unschuldig tut. Ich hab's ihm erzählt. Alles? Wegen dir war mein Sohn ungehorsam. Nein, ich hab auf ihn aufgepasst. An deiner Stelle. Kein Risiko. Alles war sehr sicher. Kann jemand was sagen? Jetzt ist nur wichtig, dass wir wieder das Reisen zwischen den Welten ermöglichen. Und du kennst einen Weg? Ja, tu ich. Aber es ist bloß da... Da ist sehr viel Schlamm. Warum hast du den Weg dann nicht schon geöffnet? Weil wir für etwas ganz Bestimmtes deine Hilfe brauchen. Hier ist einfach Putz. Oho! Die Huldu-Brüder brauchen also endlich die Dienste des klügsten lebenden Menschen. Genau so ist es. Hey! Nicht so schnell! Wie ist das reingekommen? Was bei Hel ist das überhaupt? Das ist mein Sohn. Was in Jorn Smidas Namen ist mit ihm passiert? Er ist jetzt viel zu groß und sieht jetzt so aus. Ist deine Schuld. Also los jetzt. Was? Besorgen wir ihm etwas, das wenigstens. Hat er ihn hässlich genannt oder was? Er wird einfach älter, du dummer Trottel. Hattest du nie eine peinliche Phase in deiner Jugend? Hey. Was geschehen ist, ist wohl geschehen. Aber ab sofort sprichst du besser ein Machtwort, wenn du weißt, was gut ist. Oh, er versucht's. Glaub mir. Gut, dann rüsten wir euch scheiße mal aus, bevor ihr euch wieder herumtreibt. Beginnt damit. Ziemlich ramponiert.
Wär's dir nicht lieber, wenn ich einfach ein neues mache? Es ist mir sehr wichtig. Mal sehen, was ich tun kann. Und bis dahin, warum mache ich dir nicht etwas, um über die Runden zu kommen? Okay, ich glaube, Kratos will Sindri mal kraulen. Ich glaube auch. Brook ist auch so gut. Ja, die beiden sind mega. Ich mag die. Grafisch ist das Spiel einfach schon nicht von dieser Welt. Es ist unfassbar geil, ja. Stellen Sie Rüstungen, Waffenzusätze und Gegenstände mit gesammelten Ressourcen her und verbessern Sie sie. Brook hat genug Material, um einen neuen Schild zu schmieden. Ja, dann... Ich habe gerade nur das Material, um eins davon machen zu können. Wenn ihr mir mehr Ressourcen bringt, dann sehen wir weiter. Ich sehe mich bei dem hier irgendwie. Unbedingt weiter wachsen will, sollte er sich regelmäßig neue Klamotten holen. So, kann ich irgendwas machen? Kann's verbessern. Auf Hochglanz. Eine Rüstung, die zusätzliche Bewegungsfreiheit an den Gelenken bietet. Ihre Machart ermöglicht den Träger, Waffe mit mehr Kraft zu schwingen, was seine Stärke erhöht. Ja, das finde ich ja sehr gut. Ich habe ein paar Sachen von dir gefunden und in die Truhe gesteckt. Was würdest du nur ohne mich tun? Ich schaue mich um. Sehe mir mein Zimmer an. Sag Sindri Bescheid. Fimbulwinter hat unser Mädchen ziemlich mitgenommen. Gib sie her. Sie braucht dringend etwas Liebe von Brock. Okay. Hast du alles selbst gebaut? Und wie ist es unserem azurblauen Lieblingsgrobian so ergangen? Scheiße, wie nennst du mich? Vorzüglich! Ah, was ist hier Schönes drin? Einfach mal hier plündern. Alter, was zur Hölle? Was ist das denn? Holy moly. Ich gehe gerade so viele Sachen, ich bin verwirrt. Neuen Griff oder was? Ja. Nehme ich natürlich gerne. Ich habe den anderen Shit genommen, der große sah mir zu sperrig aus. Ich finde den großen Shit ziemlich cool. Mal gucken, wie der ist. Ich wusste doch, dass du Hunger hast. Oh, das ist die bedrohlichste Knurren, was ich je gehört habe. Hier bewahren sie wohl das Essen auf. Schön, die Wahl zu haben, wenn ich hungrig werde. Ja, habe ich schon.
Ich hoffe, alles ist zufriedenstellend. Wie kommen wir zu den Welten? Wir brauchen nur etwas hinten aus der Werkstatt. Mir nach und bring den Kopf mit. Er ist so immer bei uns. Also, wo genau wird Tyr festgehalten? Er ist irgendwo in einer Mine gefangen. Mehr wissen wir nicht. Warte mal, Codex. Der Zwergenschmied Brook war der erste Verbündete, auf den wir auf dem Weg zum Berggipfel stießen. Er und sein Bruder Sindri hatten die Leviathan-Axt für Faye gefertigt und dadurch fühlten wir uns miteinander verbunden. Brook ist ungehobelt und hat ein unflätiges Mundwerk, aber in seinem Gepoltere steckt auch Weisheit. Ich finde seine Gesellschaft ganz annehmbar. Auf unserer Reise nach Jütnheim hat sich Sindri als fähiger Schmied und wertvoller Verbündeter erwiesen. Jetzt hat der Atreus bei seiner Suche nach Tyr geholfen. Ich bin nicht glücklich darüber, dass dies ohne mein Wissen geschah, obwohl es besser ist, dass Atreus diesen Weg nicht alleine beschreiten musste. Ich werde versuchen, den Zwerg meinen Zorn zu ersparen. Vielleicht keine einfache Sache. Das glaube ich dir. Ja. Die Welt ist voll von Minen, wie ihr wisst. Ihr werdet es eingrenzen. Wow, Yami. Ich glaube, die ernähren sich schon alleine. Wer ist Dürlin? Er ist ein Vetter von uns, sozusagen. Arbeitet an der Sicherheit der Stadt. Er sollte Zugang zu allen möglichen Informationen über Minen haben. Und er ist definitiv kein Freund von Odin. Darum hat deine Mutter ihn um Hilfe gebeten, als sie eine Rebellion anzetteln wollte. Bereit? Eine Rebellion? Wusstest du davon? Ich wusste es nicht. Ein Rebellenanführer, der Mutter kannte. Genau den brauchen wir. Ich glaube, ihr habt das Tada verpasst. Was? Hast du gesagt? Naja, auch egal. Ich habe das im Handumdrehen eingeölt. Wir treffen uns vor dem Tor. Rebellenanführer? Dürlin? Ha! Das ist weit mehr Ehre, als er verdient hat. Hm? Und du? Du erinnerst dich so an Dinge, wie auch immer sie dir gerade in den Sinn kommen, oder? Du vermutest wahrscheinlich, dass Dürlin einfach nur darauf wartet, bis ein paar Streuner auftauchen und nach mächtig Ärger suchen. Was meinst du, Brock? Hilft er uns oder nicht? Oh, ignoriert mich. Er steht dem alten Brock nun wahrlich nicht zu, meine Verwandten zu verunglimpfen. Diesen Schmutzfänger einmal ausgenommen. Das ignoriere ich. Schön, dann geht Dürlin besuchen. Seht selbst, wie gut das läuft. Aber seid gewarnt. Er ist nicht die freundliche Art von Zwergenvolk, die ihr gewohnt seid. Er ist freundlich, wie es nur geht, und drückt sich komisch aus. Das klingt nach einer guten Vergleichsstudie. Oh, wow. Ich würde gern eure Heimat sehen. Svartalfheim klingt einzigartig. Svartalfheim, ha, dämlicher Asenname. Sehen wir etwa wie Dunkelalpen aus? Ach, stimmt. Ihr nennt die Welt ja anders. Nidavellir. Das ist auch der Name der Hauptstadt. Nee, das waren andere Wölfe, Rooney. Specki und noch irgendwas. In der Stadt sind heutzutage so viele Odin-Stiefellecker, dass sich kaum ein Zwerg, der etwas auf sich hält, dort überhaupt blicken lassen würde. Harsch, aber zutreffend. Ich liebe es, dass es in den Worten Kratos geschrieben wurde. Ja, das ist mega cool. Für Tagebuch. Okay. Hört ihr das? Wir brauchen nur den Bifrost und den Kopf. Brock, nimm du ihn. Ah, das ist dann wohl der Teil, der meine Hilfe erfordert. Ganz genau. Dieses Gerät hier wurde nach deinen Maßen angefertigt. Damit erhältst du einen besseren Blick auf das Problem mit deinen besonderen Bifröstaugen. Also gut. Kann ich es irgendwie kontrollieren? Oh nein. Nein. Damit halten wir dich bloß fest, um das Licht in deine Augen zu strahlen.
Ah, Sindri, du elender Mistkerl. Es kommt in ihm, auf ihm, in sein Gesicht. Was für Dreckschweine ihr seid. Öffne sie jetzt. Öffne den Mund, was? Ich hatte wirklich gehofft, nicht die Augenklammer nutzen zu müssen. Ja, das ist gut und lösen. Immer noch. Alter. Unser Stichwort. Los, schnell. Ich komme. Was? Nein, bitte nicht nur mehr kommen. Wofür war das denn? Das wirst du bald sehen. Nur kurz justieren. Der Arme. Fertig. Der tut mir gerade leid. Siehst du? Kein bleibender Schaden. Ich geb dir einen bleibenden Schaden. Du witzigen Katos. Wirf mich auf ihn. Hör mal voran. Oh, verstehst du, alte Ziege? Kein Spaß. Was passiert hier? Oh Mann. Können wir ihn bitte wieder erlösen? Komm zu mir. Der Bifrost ist defekt. Jetzt, wo wir diese Tore zur Nutzung von Yggdrasil-Samen umgestellt haben, braucht ihr keinen Reisetisch und keine Bifröstlampe mehr. Sie hat auch Licht gespendet. Ah ja, guter Hinweis. Ich lass mir was einfallen. Aber sieh dir das zuerst an. Ich zeig dir, wie es funktioniert. Okay. Richte deinen Schlüssel auf die Rune für Svartalfheim. Rechts, konzentriere dich. Mhm. Das sollte euch zum Sumpf außerhalb der Schlüssel bringen. Ach doch! Geht zum Marktplatz und fragt in der Taverne nach Dürlin. Ist er in der Taverne bekannt? Dürlin war immer ein unverbesserlicher Säufer. Er könnte sich zwar völlig geändert haben, aber ich vermute... Nein. Willst du mitkommen? Oh, ich schau vielleicht vorbei. Aber die Sümpfe sind feucht. Und die Grimme sind überall. Fiese, schleimige, stinkende Kreaturen. Aber viel Glück! Danke. Warte, was? Viel Glück! Wow. Alles klar. Dann gehen wir mal, ne? Spürt ihr das? Was denn, Junge? Alles, einfach alles. Es ist warm. Oschi! Guckt euch mal das Wasser an, wie schön das hier drin ist. nee, ja. So warm hier, ne? Wir könnten dieses Boot nehmen, wenn ich es nur loskriege. Vorsicht, Junge! Nicht mehr lange, dann hat Liz mich eingeholt, dann muss ich noch tiefere ins Lurkgefühle. Wieso sind die so schnell? Scheusal. Hinter dir, pass auf! Ich werde eh nur noch bis 0 spielen. Dann bin ich morgen wieder da. Erwischt! Na, das geht ja schon recht munter los. Atreus, du warst unachtsam. Dafür ist das Boot los. Wir können durch diese Kanäle, wenn du willst. Durch die Kanäle? Also wieder Bootstouren? Oh, das sieht ja schön hier aus. Ist diese Kette im Wasser? Das ist eine Zwergenversorgungsfähre. Besagte Fähre ist wohl verschwunden. Aha. Der Nachtkeks.
Ich drücke mal den falschen Knopf für die Attacke, okay. Oh, das Knarzen des Holzes finde ich immer voll ein schönes Geräusch irgendwie. Ich kann kaum glauben, dass Mutter hier einen richtigen Aufstand anführte. Gegen Odin und es nie erwähnt hat. Dass der kein gutes Ende nahm, könnte sie davon abgehalten haben. Was deine Mutter vor uns tat, war ihre Sache. Hast du je gefragt? Feuchtgebiete. Augen aufs Wasser. Das sind Ressourcen. Da ist jemand gerade gesprungen. Ich habe es gesehen. Oh je, jetzt geht wieder dieses... Wenn du mich nach früher gefragt hast, worüber habt ihr denn dann gesprochen? Orientierungslose. Hast du bloß gesagt, Weib, hüte das Haus, ich gehe am Fluss angeln. Und sie dann 5 Tage allein gelassen? Nein. Deine Mutter konnte viel besser angeln als ich. Auch schon lustig, wie er, wie er sich das so vorstellt. Okay. Aber irgendjemand ist ja da gerade rübergesprungen. Ich meine, so würde Kratos reden. Ja, ja. Das stimmt. Habt ihr das dort gesehen? Ich hab's gehört. Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Dieses Rad blockiert den Kanal. Ich schätze, wenn man es drehen kann, sollten wir durchkommen. Das ist also Feuchtland, ja? Trifft es gut. Es ist ein Sumpf. Der Gestank brennt mir in den Augen. Es ist deutlich intensiver als bei meinem letzten Besuch hier, jetzt wo du es sagst. Der Weg geht wohl hinter dem Geysir weiter. Ein Springbrunnen. Wären wir doch nur in Midgard. Das Wasser wäre im Nu eingefroren. Bruder, könnte Einfrieren funktionieren? Ja, ja, warte doch mal. Haben wir deine Axt benutzt? Ja, hör auf, du Backseat-Game-Kack-Kind. Ach, diese Sachen wieder. Okay. Eine Rune fehlt mir noch. Ich bin immer blind, sowas zu finden. Bei mir sind die irgendwie nicht so schlimm. Glaubt ihr, einstellen kann man das reduzieren? Kann man das? Wo denn?
Ach, hier, oder? Rätselzeit. Glaube ich, ich bin mir nicht sicher. Das kann ich nur auf Standard lassen. Das ist ja scheiße. Weiß ich nicht. Also hier sehe ich gerade nichts. Mit der Rätselzeit ist was anderes, ja. Und das geht nur bis Standard ist das niedrigste. Wie doof. So, wo ist die andere Rune? Willkommen zurück, Scorch. Tyr war ein Freund der Riesen. Ob er und Mutter sich kannten? War er Teil der Rebellion hier? Gut möglich. Der Kriegsgott setzte sich oft für die Riesen ein. Auch wenn ich nicht weiß, ob er sich je offen als Verbündeter bekannte. Ja, wusste ich auch nicht. Es muss einen schnelleren Weg runtergeben. Aber was du alles allgemein einstellen kannst, ist schon krass. Kannst du nicht bei vielen spielen. Wo ist denn die andere Rune? Ich sehe die gar nicht. Müssen wir gleich nochmal gucken. Hallo, was seid ihr denn? Mister! Grimm! Steinmauer. Halten Sie L1 gedrückt, um Standard- und schutzdurchdringende Angriffe gelber Ring zu absorbieren. Einer noch.